Ein Hotel verfügt über 135 Betten in 75 Ein- und Zweibettzimmern. Wie viele Einzel- und wie viele Doppelzimmer sind vorhanden? Seien x die Anzahl Ein-Bettzimmer und y die Anzahl Zwei-Bettzimmer. In Schritt 2 erstellen wir das Gleichungssystem. Insgesamt sind 135 Betten vorhanden. Also gilt x mal 1 plus y mal 2 gleich 135. Also x plus 2y gleich 135. Das ist die Gleichung der Betten. Jetzt die Zimmergleichung. Wir wissen, dass insgesamt 75 Zimmer in dem Hotel sind. Also gilt x plus y gleich 75. In Schritt 3 lösen wir dieses Gleichungssystem. Aus der zweiten Gleichung schließen wir, dass y 75 minus x sein muss. Also können wir in der ersten Gleichung y ersetzen durch 75 minus x. So stoßen wir auf diese Gleichung. Wir verteilen diese 2 auf diese Klammern und das führt dann sofort zu minus x gleich minus 15, also ist x gleich 15. Da y 75 minus x ist und x 15 ist, muss y gleich 75 minus 15 sein, das heißt 60. Jetzt beantworten wir die gestellte Frage mit einem Endsatz. In diesem Hotel gibt es 15 Einbettzimmer und 60 Zweibettzimmer.